natürlich am Anfang schon recht wackelig gewesen. Dann natürlich das Finden der Motive und auch das Treffen der Motive. Ich muss ja das Flugzeug in die Position bringen, um die Aufnahme zu machen, weil ich die Kamera selber nicht bewegen kann. Also am Anfang, die ersten Jahre, bin ich ohne Türe geflogen. Und nachdem es dann doch ein bisschen kalt und zugig war, habe ich mir also diese spezielle Fototüre machen lassen mit der Öffnung, damit die Linse also direkt ohne störendes Glas nach außen gehen kann. Somit dann, dadurch werden natürlich die Aufnahmen entsprechend besser.